Gasthaus Hirschen hoch über dem kleinen Wiesental im Ort Salneck. Ein badisches Traditionshaus mit traditioneller Küche und bodenständiger Kochkunst. Mit dieser alten Wurstspritze machen die Köche auch ihre Hirschbratwürste noch selbst. Axel Krause zerlegt die Hirschteile und schneidet sie klein. Während Thomas Brunner, der Hirschenwirt und Chefkoch, die Beilagen zu seinem Klassiker der Hirschbratwürste zubereitet. Das Rezept wurde fein abgeschmeckt. Zwiebeln, Knoblauch, Majoran, Salz, Pfeffer, grammgenau haben sie die Zutaten notiert. Und zum Abrunden des Geschmacks gibt es einen Schuss aus der Pulle. Machst du Cognac rein? Ja, Cognac rein. Nicht für den Kopf, sondern für die Wurst. Verführerisch wie für ein feines Wildragout werden jetzt die Zutaten durch den Wolf gedreht. Dann, dank der alten Wurstspritze, in die Haut eines Naturdarms gepresst. Auf dem Grill gebraten, Pfifferling, Linsen und ein Wildkräutersalat drapiert, wird die Hirschbratwurst serviert. Thomas, wieso macht ihr euch die Mühe, dass du diese Würste alle selber machst? Ja, Qualität und schmeckt halt super lecker. Und hat es da was damit zu tun, dass du dann die ganzen Viecher verwerten kannst? Ja, natürlich. Bauchlappe, Schulter. Ansonsten müsste man es eventuell einen Rehragout machen oder sowas. Aber das ist die richtige Qualität. Aber Arbeit halt. Ja, natürlich. Schon richtig Chef, oder? Mach mal auch gerne. Macht Spaß. Aber wer kann man das erst denn machen? Bist du ja kein Metzger. Ja, aber da haben wir uns halt vorbeibracht. Rezepte, nachgefragt, nachgelesen. Und passt. Schmeckt gut. Passt. Im Hirschen in Salneck ist alles auf Wild abgestimmt. Der Gastraum hat zünftigen Charme und moderne Accessoires. Aus dem Restaurant, vom Balkon oder dem Biergarten schaut man den Hirschen vor dem Hotel zu, wie sie vom Hirschenpatron Thomas Brunner gefüttert werden. Über kurze Wege und Klimaneutralität muss man hier nicht lange reden. Im Hirschen in Salneck ist die Welt noch so, wie sie die Freunde der Landgasthöfe lieben.